Give me five, Ben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Nachholspaß Hauptquartier. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Sehr zuvorkommend. Vielen Dank, herzlich willkommen. Wer von Ihnen hat am Samstag das Spiel gesehen? Ja. Deutschland-England? Überraschendes Ergebnis, oder? Wir gehören nicht zu denen, die jetzt Witze machen, die rumhacken, die alles manig machen, die alles in Frage stellen. Nein, wir haben dieses Spiel gestern ausgiebig analysiert in unserer Waldi Hartmann Memorial Runde. Und wir haben gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg, Freunde. Dieser Weg muss jetzt weitergegangen werden. Es wäre falsch nach einer 1:5 Niederlage. Und ich darf das sagen, denn ich war beim letzten Heimniederlage 1936 gegen Österreich im Stadion. Ich war im Stadion. Ja? Es ist jetzt wichtig, das war ein Schock, das war eine Klatsche zur rechten Zeit. Da gibt es nichts zu lachen. Die Engländer waren besser und das war schon immer unsere stärkste Eigenschaft. Der Bessere soll gewinnen. Okay. Ja, und die Engländer wissen das. Und jetzt ist es wichtig, dass wir haben alle Chancen. Es ist natürlich bitter, sagen zu müssen, wir hoffen auf Otto Rehhagel. Morgen in England mit seinen Griechen, die sich entspannen können, weil sie eh nicht dabei sind. Genau wie Holland. Es wäre vielleicht ein schöner Tag für den deutschen Fußball, wenn es hieße, wir haben es doch noch direkt geschafft, weil Otto Rehhagel mit seinen Griechen in England gewonnen hat. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen nach Minsk oder nach Kiew. In die Relegation, barfuß, nackt, Buße tun. Und dann kommt ja noch dieses tolle, spannende Spiel gegen Finnland auf Schalke, wo wir alles klar machen können. Kein Witz, keine Häme, kein Spott. Wir gehen mit dem DFB diesen neuen Weg in aller Verantwortung. Und zurück zu Ihnen, Gerhard Delling. Der eigentliche Held des Abends, Gerhard Delling. Und das wird ein neues Spiel, was wir hier vorstellen, Extreme Delling. Heute Abend hier in der Show. Seien Sie gespannt, das ist der Partyspaß für diesen Herbst. Und das ist überhaupt ein Thema. Wenn Sie diese Geste bei mir sehen, jetzt im sechsten Jahr schon, dann wissen Sie, es wird kalt, der Herbst ist da, oder? Und was ist meine Lieblingshandbewegung im Herbst? Eigentlich das hier. Und ich habe es schon gesehen, es machen Menschen hier in Köln, die haben gar keinen Drachen in der Hand. Irgendwann kommt eine gnädige Hochspannungsleitung und ja, viele Telekom-Aktionäre haben sich heute Morgen die FAZ gekauft zum Zudecken. Und für mich kam der Wetterumschwung ein bisschen überraschend. Ich habe meine Gartenmöbel noch draußen stehen, aber Gold rostet doch nicht, oder? Herbst! Oder wie Rudolf Scharping sagt, Hallenbadzeit. Diese Diskussion geht auch weiter um unseren großartigen Verteidigungsminister. Er soll jetzt weiter schonungslos ausgefragt werden. Die PDS hat jetzt Ingo Dubinski auf ihn angesetzt. Oh ja, und ich sage es nochmal für alle, die sich nicht so für Politik interessieren. Er ist ja von Bonn nach Mallorca geflogen und dann an die Front nach Mazedonien. Wie er das nennt, Miles and War. Er muss sich jetzt schon Bonusmeilen mit Hans Eichel teilen. Das hat der Kanzler gesagt. Und der Kanzler hat Ärger, weil Doris hat zu ihm gesagt, so, bleibst du am Wochenende wieder in Berlin? Ja? Der Scharping schafft es immer zu seinem Schatz. Gell? Das sind die Probleme, meine Damen und Herren. Mein einziger Gast, der heute Abend gegen Geld mir gegenüber gewisse Freundlichkeiten an den Tag legen wird, ist eine junge Künstlerin, die einen steilen Weg nach oben vor sich hat. Sie arbeitet beim erfolgreichsten Musiksender der Welt, MTV. Außerdem ist sie Schauspielerin und dreht trotzdem gerade eine ARD-Vorabendserie, nämlich Sternenfänger. Heute Abend bei uns Nora Tschirner!
Nora Tschirner von MTV heute Abend bei uns zu Gast. Und außerdem die Wahl zum Liebling des Monats. Ihre Entscheidung ist wieder gefragt. Wer wird Nachfolger von RAN? Und wir stellen das neue Partyspiel, den Partyknaller dieses Herbstes vor, Extreme Delling. Gerhard Delling, das muss man wirklich sagen, war wieder glänzend zusammen mit seinem fantastischen Partner Günther Netzer. Sie haben uns das Spiel erklärt. Und ich bin ja dran geblieben, ich habe sogar noch aus Versehen Sven Ottke Boxkampf. Oh, ja, alles. Also nicht geguckt? Sven Ottke habe ich nicht geguckt. Aber das Spiel schon. Ja, aber ist ja schon. Warum bist du eigentlich im FC-Fankalender fotografiert? Ich habe heute gesehen, Fototermin. Hella von Sinn, Wolfgang Niedecken, dann ein Spieler mit dem Geißbock im Stall. Und du bist nicht dabei? Nein. Als Hardcore-Fan? Tja. Hat man dich nicht angefragt? Nein. FC, euer härtester Fan. Wirklich. Hardcore. Hab dich vermisst. Ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, aber morgen irgendwie in WDR.Düsseldorf oder so. Mhm. In der Wiederholung. Um 9:30. Aber zurück zum Thema, um eine Floskel zu vermeiden. Gerhard Delling und Günther Netzer haben ja auch hinterher noch erklärt, warum es so kleine Länder wie Schweden zum Beispiel schaffen, ganz überraschend, oder Dänemark oder Irland zur WM. Und Gerhard Delling ist ein Meister des Wortes. Der sagt nicht einfach nun zum nächsten Spiel, sondern der verbindet das mit Wortspielen. Er sagt zum Beispiel irgendwie, spielerisch waren uns die Engländer überlegen, aber ganz spielerisch gehen wir jetzt zu Waldi Hartmann oder so. Verstehen Sie? Er schafft, wie nennt man das? Sind das Metaphern? Ja, Wortspiele. Wortspiele. Elegante Überleitungen. Ja, das heißt Delling. Wir zeigen Ihnen mal ein Beispiel. Ja, das war das neue Spiel. Das war Delling. So, ja, das ist das die Spiel. Art seines. Das ist die Art. Ja. Hätte ich das zuerst erklären müssen? Ja. Ja. Es gibt ja verschiedene. Natürlich. Es gibt Mountain Climbing. Ja. Ja. Es gibt Free Climbing. Es gibt Mountain Biking. Es gibt Rafting. Es gibt Rafting. Das war früher Paddeln. Ja. Ja. Es gibt Power Walking oder Bungee Jumping. Bitte? Bungee Jumping. Ja, oder wie Gerhard Polz sagt, Fresh Air Snapping. Ja. Das ist wirklich, also das gibt es alles, verstehen Sie? Und jetzt gibt es dieses Partyspiel Delling, wo Sie den Vorspann schon gesehen haben. Kann man den nochmal zeigen? Oder? Ja, klar. Bringen Sie. Ja. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich habe Ihnen das gerade erklärt, und das ist das neue Partyspiel Delling. Delling, eigentlich ein Familienname, aber für uns im Grunde ist es ein Gerundis. Ja, Gerundium. Delling. Ja, Delling. Ja. Delling me softly, wer kennt es nicht? Ein schwacher Delling-Einstieg. Ja? Wir zeigen Ihnen mal jetzt kommt das Original von Absolut. Delling, Gerhard Delling Original vom Samstag mit einem sehr schönen Beispiel für Delling. Nicht spielen könnte, würde keiner mehr sagen, dass der Buhmann, sondern die würden alle nur sagen, Buhmann, ohne den haben wir doch gar keine Chance. Kapiert? War nicht schlecht. War solides Mittelfeld, war easy. So zum Warmlaufen und so. War gut. Aber natürlich mit Verlauf der Sendung wurde er besser. Wir glauben zum Beispiel auch an die Kräfte des Mondes. Der hätte heute gern zugeschaut, aber die Vorhänge sind auch in München am heutigen Abend zugezogen. Und dementsprechend weiß auch keiner so recht, wie die Sterne stehen. Mond, Vorhänge, Sterne. Was ist das, eine Allegorie? Ja, oder eine lockere Wortassoziation. Kette. Kette. Mond, Vorhänge, Sterne. Das war aber nur die Vorlage, denn dann kam das Gewinnspiel für Sie zu Hause. Und passen Sie auf, wie Gerhard Delling hinterher Ihnen den Ball zuspielt. Er war als erster deutscher Fußballer des Jahres in England. A. Jürgen Klinsmann, B. Karl-Heinz Riedle oder C. Bernd Trautmann. Und winken Sie nicht gleich ab, wenn Sie es nicht sofort wissen, meine Damen und Herren, da traut man sich halt mal was zu. Das war der Wink mit dem Zaunfall. Klar, das ist Delling. Und wir stellen Ihnen jetzt das neue Spiel vor, aber Delling ist für uns natürlich nicht genug. Die Zuschauer, jung und dynamisch, Sie wollen das hier. Extreme Delling. Extreme Delling geht so. Sie hier im Studio haben die Gelegenheit, mir ein beliebiges Wort zuzurufen. Ja? Und ich versuche, Extreme Delling-artig eine Überleitung zu finden zu einem anderen Thema aus dem Bereich Fußball. Ja? Also, ein Wort bitte, egal welches. Schlafmütze! Ja,
Man könnte den Eindruck haben, die Deutschen spielten wie eine Schlafmütze, aber wer eine Mütze Schlaf nicht braucht, der kann jetzt noch Sven Otke schauen. Ja. Extreme Dating für Sie zu Hause ideal. Ja? Wer hat noch einen Begriff? Bertie Vogts. Wie? Nochmal. Bertie Vogts. Bertie Vogts. Bertie Vogts, meine Damen und Herren, hätte so eine Niederlage vielleicht auch nicht verhindern können, aber. Bertie. Das ist schwer. Das ist schwer. Ah, vielleicht. Bertie Vogts hätte so eine Niederlage vielleicht auch nicht finden können, aber die Engländer sagen heute im Hofbräuhaus zu Recht, Bertie Vogts die doch selber. Lattenknaller. Naja, das ist für mich natürlich relativ. Ja, und dann der Lattenknaller in der 28. Minute, aber ich kann mir vorstellen, wenn nach diesem Spiel viele Latten nicht mehr knallen. Ein gnädig noch, es ist gar nicht so einfach. Nee. Es ist nicht so einfach. Nee. Es ist nicht so einfach. Gummibärchen. Der eine oder andere von Ihnen hat jetzt zu Hause vielleicht nach dem Gummibärchen gegriffen, aber. Gummibärchen. Ja, aber das könnte der Link eigentlich sein. Der eine oder andere von Ihnen zu Hause hat jetzt vielleicht ein Gummibärchen gegriffen, aber der Bär hat heute ganz sicher nicht beim Spiel gesteppt. Extreme Dating. Extreme. Bitte? Triangulär. Danke, aber das Spiel ist aus. Aber wir spielen das in Zukunft häufiger. Man sieht schon wieder, man darf nicht zu überehrgeizig sein. Man muss einfach auch so in einfachen Bildern bleiben. Aber Extreme Dating für Sie zu Hause ideal. Natürlich hat dieses 1:5 auch die Sponsoren überrascht. Und teilweise mussten sich die Firmen umstellen. Hier zum Beispiel. IKEA, entdecke die Möglichkeit. Nee. Aber heute bin ich sowieso, als ob ich schwebe, weißt du, persönlich eigentlich. Mein Lieblingsgesichtsausdruck heute ist eigentlich der. Ja, und du weißt warum? Nein. Ich war im Kino. Ah. Und raten Sie, in welchem Film ich gestern Abend war, meine Damen und Herren. Amelie. Sind Sie auch Amelie-süchtig? Ja. Ja, absolut. Dieser Film ist, er kommt zur rechten Zeit. Er ist so fantastisch. Es ist ein modernes Märchen. Mhm. Ich saß in diesem, bumsvoll kann man bei diesem Film nicht sagen, sondern in diesem gefüllt wie ein volles Herz vollen Kino, ja, mit ganz vielen Menschen auf der Treppe, die in ihre Mäntel gekuschelt auf den Treppen lagen und alle Menschen strahlten aus, ja, ich will träumen. Ich will in ein modernes Märchen. Ich möchte Filme ohne Gewalt, ohne Zynismus und ich möchte sein wie Amelie. Weil 7 Millionen Franzosen haben sich diesen Film angeguckt und es ist Harmonie. Es ist dieses, jeder ist ein Künstler. Und es ging mir nach 10 Minuten so auf den Sack, dass ich gesagt habe, bin ich der einzige Mensch in ganz Europa, der dieses nicht ertragen kann. Der Film ist glänzend gemacht, er ist toll. Und ich sag's, und es ist ein schreckliches Gefühl, wenn du allein im Kino sitzt und merkst, es liegt an dir. Ringsdrum wird gebrüllt, als ob Jim Carrey und Jerry Lewis irgendwie Billy Wilder Salto schlagen lassen. Ja? Bei zum Beispiel ein Goldfisch, wenn Sie den Film gesehen haben, wissen Sie, was ich meine, springt aus dem Glas. Weil dieser Humor ist, der zu Herzen geht.
Und dann auch Einzelnachmittag, bitte? Ich wollte den auch noch sehen. Ja, du musst unbedingt rein, wenn du eine Karte kriegst. Sehr, sehr voll. Nicht so der ganz große Erfolg wie in Frankreich, aber rammelvolles Kino. Und es sind sehr viele Einzellacher von diesen Leuten, die an ganz, ganz subtilen Stellen lachen mit dem ganz feinen Humor. Weißt du, sitzt im Kino und plötzlich hörst du hinter dir. Das ist ein ganz böser Gemüsehändler. Ganz, ganz böse. Sieht auch ganz fies aus, so ein fetter, total frustrierter. Und er ist unglaublich böse zu einem leicht behinderten Gehilfen. Mhm. Ein Franzose, vermutlich nordafrikanischer Herkunft, der, ich glaube, den rechten Arm, der fehlt ihm. Mhm. Er hat dieses Ding so in der Tasche. Und er ist ein bisschen langsamer geistig als die anderen. Und er wird nur fertig gemacht von ihm. Ja? Und Amélie hilft ihm. Und dann kommt eine Stelle, wo sie dem eine ganz böse Antwort geben möchte, aber ihr fällt nichts ein. Mhm. Und dann sagt der Film, wir brauchen einen Souffleur, der in solchen Situationen aus dem Kellerfenster den richtigen Satz sagt. Zack, dann kommt so ein Souffleur und dann sagt Amélie, Sie sind nicht mal ein Gemüse, denn eine Artischocke hat wenigstens ein Herz. Da wurde im Kino aber gelacht an der Stelle. Aus einem anderen Zusammenhang. Und es ist zwei attraktive Frauen in diesem Film. Stimmt's? Diese Verkäuferin in der Pornovideothek und diese eine Lesbe in diesem sehr, sehr, sehr eleganten Gebäude. Weil Amélie sucht einen Menschen, der heißt irgendwie Baudreux oder was weiß ich. Und er steht nur dran, Baudreux, und dann geht sie hoch und sie ist eine Frau. Und sie sagt so, komm rein, Kleines. Aber Amélie geht natürlich. Das hätte mich zum Beispiel interessiert, da mal reinzugehen, in diese Wohnung. Nein, es wird eigentlich nur reingegangen in Menschen, die den ganzen Tag über Pelzmützen tragen. Maler, sehr sensibel, malt das Frühstück der Ruderer von Renoir, ein Poet. Und das ist der Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, bitte, Monsieur Houellebecq, greifen Sie ein. Es gibt doch auch dieses kaputte Frankreich, das Sie beschreiben, der Pornoclubs, der Swingerclubs, der Leute, die in der Sexgesellschaft nichts zu ficken kriegen. Das sind doch Ihre Bücher. Und da muss ich mich auch schon wieder ärgern. Heute Morgen hier in der Süddeutschen Schau, Houellebecq im Interview, steht Michel Houellebecq zieht in einem Interview mit der Zeitschrift Lire, hat Michel Houellebecq nun andere Seiten aufgezogen. Süddeutsche, wir sind doch vom Oberlehrerservice. Schreibt man die Seiten nicht mit AI, hm? Seiten. Das sind doch diese Seiten von der Geige, wie in Amélie, wo der eine spielt. Ganz leise. Und dieser Film hat mich verändert. Ich bin rausgegangen, ich war dermaßen aggressiv. Wohin mit diesem Hass, wenn rings um dich alle schwebt, weißt du? Menschen, die sie an einem Schal zusammengebunden haben und dann so Kopf an Kopf die Straße runtergegangen sind. Ein Blinder in dem Film, der sitzt in der U-Bahn und hört Platten. Und du wünschst wirklich, dass Monty Pythons kommen und ihn einfach... Ich bin nach Hause gegangen, habe erstmal, um wieder Luft zu kriegen. Ja? Zwei Möglichkeiten. Entweder Alkohol bis zum Abwinken oder ganz schnell hier Casino als Gegentherapie. Und da stelle ich fest, hier mit De Niro und Joe Pesci, was soll eigentlich diese Gerede vom vereinten Europa? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Europa mehrere Wohnungen hätte, ja, und würde rumreisen, ich könnte den Film überhaupt nicht irgends anschauen. Schauen Sie hier. Ja? Also zum Beispiel in Englisch und auf Deutsch. Wie nennt das System? 5 Punkte, ja? 5.1. Italienisch, Spanisch, Tschechisch, 3 Punkte. Polen Mono. Ist das zu viel verlangt? Kann man das nicht nach der IV oder was? Dass ich überall im selben hören kann. Und dieses Amélie, du musst reingehen in diesen Film. Meinst du, der ist was für mich? Ich glaube schon. Ich glaube, dass du eher so ein Träumer bist. Ja, und es ist der Film ist toll, oder? Habe ich recht? Es ist mein Problem. Ich sage das ja ganz offen. Ich sage, es ist irgendwie so, wenn du rings um dich diese Bereitschaft. Es lief übrigens ein Werbespot kurz vor Beginn von Amélie für Amélie. Mhm. Sehr sinnvoll. Klar,
demnächst im Kino Amelie. Und dann fiel mir Film an. Und du sitzt drin in diesem Pulk von Menschen, die schweben, die verzaubert sind. Wie finden Sie es? Vielleicht sollte ich noch mal reingehen. Vielleicht liegt es an der Synchronisation. Vielleicht ist mir auch nicht zu helfen. Ja. Das kam ein bisschen sehr flüssig. Muss ich beim Sender wieder einschmeißen. Wieso das? Ja, ich hab ja noch so einen Brief gekriegt von dieser einen Frau, das ist auch was. Die schreibt zum Beispiel hier, Frau Claudia Weck aus Köln. Tag, Herr Schmidt, verdienen Sie beim Kuschelsender so wenig, dass Sie nebenbei noch Telefondienst bei der DRK machen müssen? Hier. Ich finde, das tut auch weh, oder? Aber es ist täuschend echt. Ja, ich dachte echt, erst es wäre nicht so echt, aber dann, wo ich dich jetzt von der Seite sehe, es sieht genauso aus. Ja, ja natürlich, ja. Du hast mich heute zum ersten Mal von der Seite gesehen. Ja. Und da kommt das natürlich schon anders. Du kleiner Träumer. Erzähl doch mal bitte von deinem Wochenende. Erzähl doch mal bitte, wie du dich verausgabst, während ich in Amelie sitze, also im Film sitze, ja. und sage, bin ich als einziger schuld? Ich habe einen Triathlon gemacht am Sonntag. Triathlon, Herr Andrak, welche Distanz? Halben Kilometer schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 7 Kilometer laufen. Da würde ich als Stelling doch sagen, vielleicht ist das mein Problem, diese fehlende Distanzlosigkeit. Und was war das Anstrengendste? Der Übergang von Radfahren, also erstmal Radfahren, war doch anstrengender, als ich dachte, viel Gegenwind. Ja. Ja. Ich bin mit dem Hollandrad gefahren, von daher war das ein bisschen anstrengend. Ja, aber das klingt sehr nach Amelie. Ja. Da würde er auch auf Triathlon mit Hollandrad gefahren. Ja, aber die anderen sind, also ich fand das ziemlich albern. Die hatten da Räder dabei, als würden sie auf Hawaii Ironman machen. Also Hollandrad hat schon gereicht. Für keinen. Ja. Aber dann der Übergang vom Rad aufs Laufen, der war schon hart, da hatte ich fast einen Krampf im Unterschenkel. Weil durch die Belastung, ach jetzt hör doch auf, das hat echt wehgetan. Ja, ich habe ja mitgelitten. Ja, du tust doch nur so. Nein, im Unterschenkel. Im Unterschenkel, ja. Das kann dem Gemüsehändler bei Amelie zum Beispiel im Arm gar nicht mehr passieren. Dem wow. Assistenten. Ach so, weil der hat ja keinen mehr. Ah, ja. Ja. Ja, aber es hat Spaß gemacht und nächstes Jahr mache ich nochmal mit. Ja. Mhm. Kann da jeder mitmachen? Ja. Muss man sich früh anmelden? Ja. Wie viele Menschen machen da mit so? 230 bei Erfolgsdistanz und bei der Mitteldistanz waren es 300. Wäre auch was für mich mal, glaube ich. Ja, aber das ist zu lang für dich. Mach doch erstmal irgendwie so einen 10 Kilometer Volkslauf oder so. Das ist schon viel. Oder 5 Kilometer. Oder es gibt auch manchmal Prominentenläufe, das ist auch was ganz, das wäre was für dich. Ja? Ja, ja. So wer startet da so? Naja, so die Krankenkassen und Bürgermeister vor Ort. Das ist dann. Kommen wir jetzt noch zu meinem Bühnenjubiläum? Nein. Nee, wir kommen, nein, wir kommen nicht mehr. Mehr. Ich habe, es ist auch irgendwie, dieser Film gestern Abend hat mich völlig rausgebracht. Das du hast halt auch so viele Stationen in deinem Bühnenjubiläum gehabt, dass natürlich. Wir bräuchten eigentlich. Und wir sollten es richtig groß rausbringen, mein Bühnenjubiläum, weil es gibt eigentlich nichts Provinzielleres, als das eigene Bühnenjubiläum zu feiern. Man kann prinzipiell sagen, je kleiner die Klitsche, an der man sein Leben lang rumgeschmiert hat, desto größer das Bühnenjubiläum. Ja? Für die richtigen Schmiranten wird extra ein Stück angesetzt, wo er die Hauptrolle spielen kann, vorne an der Rampe. Verstehst du, ganz allein mit ganz viel Text. Aber es ist tatsächlich am 1. September 1981 begann mein erster Vertrag an den städtischen Bühnen Augsburg. Jetzt hör mal auf! Es reicht. Es reicht. Und du hast mich gezwungen, dass das hier so groß raushängt. Das ist doch eine, es ist meine, unglaublich kleinkariert. Es riecht förmlich nach Wohnküche, das eigene Bühnenjubiläum zu feiern. Ein altes Foto von dir sehen. Bitte? Soll ich mal ein altes Foto von dir zeigen? Aus welcher Zeit?
Aus dem Programmheft Augsburg 1981, also als das Ensemble, denke ich mal, vorgestellt wurde. Als das Ensemble vorgestellt wurde, wo man also schreibt. Oder nee, noch besser, ich zeige ein Foto, was ich überhaupt nicht zuordnen kann. Das würde auch, also bei Letterman wird das irgendwie unter Old Man with Big Glasses laufen. Da hast du eine unglaubliche Brille an. Zeig es bitte. Also da hast du, das können wir mal zeigen, weil das hat eigentlich nicht mit deiner Karriere zu tun, das ist einfach nur gut. Von wegen nichts mit meiner Karriere zu tun. Dieses Foto war mein Bewerbungsfoto für das Vorsprechen von der Schauspielschule. Ach, 6000 Mal verschickt. So alt? Wie so alt? Ja, aber dann ist es ja noch vor deiner Bühnenkarriere, also vor 78. Ja, ich gehöre zu den wenigen, die Schauspielschule vor der Bühnenkarriere gemacht haben. Ja. Das war vor meiner Zeit. Und 6000 Mal verschickt und dann bekam ich Briefe aus Wilhelmshaven und Augsburg, wir würden Sie gerne kennenlernen. Aber ach so, nach der Schauspielschule, aber für die Theater. Ja, du schickst Briefe, so wie du hier schreibst, habe keine Ausbildung, bin aber geil, würde gerne Regie führen oder so. Ja. So schreibst du einfach da, habe Schauspielschule beendet, würde gerne zum Vorsprechen kommen. Und diese Brille, das war sozusagen, das ist ein Dokument der deutschen Optikentwicklung. Randlose Brille, bevor es diese Spezialgläser gab, wo du auch mit 8 Dioptrien randlose Gläser anbohren konntest. Ja, aber die ist doch viel zu groß unten rum. Zeig noch mal. Ja, aber das ist, weil ich damals dieses Griechische in der Ausstrahlung hatte. Außerdem bin ich nicht generell zu groß unten rum. Das ist völlig wahr, Melli. Ja, weil man in diesem Amelie-Film. In diesem Amelie-Film, ja, wird man total entsexualisiert. Sie hat zweimal Sex in diesem Film, aber es macht ihr keinen Spaß. Mhm. Und das Ergebnis ist der Film. Mhm. Sie versucht den ganzen Film über das abzuarbeiten. Gehen wir da morgen noch mal drauf ein, ob man... Morgen müssen wir ja die Waffen von Mazedonien analysieren. Wir haben Kontakt zur Bundeswehr aufgenommen. Morgen stellen wir Ihnen die Waffen hier vor, die in Mazedonien eingesammelt werden. Wir haben festgestellt, dass viele ehrenamtlich runterfahren und helfen wollen. Mhm. Bitte lassen Sie das. Bitte. Ein NATO-Auftrag. Ja? Aber wir haben festgestellt, dass viele immer von Waffen reden, ohne genau zu wissen, welche Waffen sind es. Und wir werden morgen einen Experten hier haben, der uns die von der Bundeswehr gelieferten Bilder erklärt und sagt, diese Waffe, diese Waffe, diese Waffe. Genau. Das werden wir morgen machen. Ja, und von daher, wir müssen jetzt mal einen Termin finden, wo wir echt genug Zeit haben. Wofür? Um deine Karriere zu machen. Ja, aber die Karriere, das ist das Kleinkarierteste, was es gibt. Das ist dieses ständige Bühnenjubiläum und dann, ich war seit 20 Jahren im Beruf und keinen Tag ohne Engagement. So, ich danke jetzt meiner Frau. Grüß sie. Hast du mal sowas erlebt? Nein. Du warst auch nie bei der Bühne. Nein. Aber du hast doch mal ein Stück gespielt. Die Zeit haben wir noch. Was denn für ein Stück? An der Schule. Ja. Naja, du an der Schule hab ich oder zwei im Stücke. Studium? An der Schule habe ich zwei Stücke gespielt. Welche waren das? Im Studium eins. Welche waren das an der Schule? Was ihr wollt, Shakespeare. Was hast du da gespielt? Den Ritter Tobias Röb. Abräumer. Ja, toll. Wie wir am Stadttheater sagen. Zack, Fechtzehen, Saufzehen, da Rüpel. Da knallt's Gags am laufenden Fall. Und wen noch, was noch? Dann Die Liebe der vier Obersten von Peter Ustinov. Oh, hab von Sir Peter. Ja, genau. Habe ich den russischen Oberst gespielt. Mhm. Mit Akzent, russischen? Nö. Nee. Nur mit Orden, so. Aber jetzt das Stück, das ich meine. A Streetcar Named Desire. A Streetcar Named Desire. Wie ihr von der Landbevölkerung kennt, es unter Endstation Sehnsucht. Welche Rolle hast du da gespielt? Den Stanley Kowalski. Wer hat das im Film gespielt? Marlon Brando. Ja. Ja. Du findest meine Brille war untenrum zu groß? Ja, die war Ich werde jetzt viel Geld ausgeben, um Ausschnitte von diesem Marlon Brando-Auftritt von dir zu finden. Gibt da. Da haben doch sicher Eltern mitgefilmt, oder? Das war zu der Studentenzeit, da haben keine Eltern mitgefilmt, also meine nicht. Nee. Nee. Und wer war das Blanche? Das war im englischen Original, das war richtig. Im englischen Original? Englischen Original. Und wer war Blanche? Habe ich den Namen vergessen.
Du hast den Namen deiner Partnerin vergessen? Ja, die hat auch gewechselt. Irgendwann. Wir haben das. Unbesetzt. Bitte? Muss sie unbesetzt werden? Ja. Zu schlecht? Nö, hatte was anderes vor. Erinnere mich auch an Augsburg. Wir kommen noch dazu. Das ist RAN, der Liebling des Monats August, der abgelöst werden muss. Hier sind unsere Vorschläge für Ihre Entscheidung. Wer soll unser Liebling des Monats September und damit Nachfolger von RAN werden? Der Sat.1 Fußballshow, jetzt wieder mit richtigen Zuschauern. Hier sind unsere Vorschläge. Kandidat Nummer 1, Ingo Dubinski. Das semmelblonde ARD-Zäpfchen zum ganz dollen Nettfinden. Jetzt erfahren wir, neben Greisenfernsehen moderieren und Extrem-Mini-Pli hatte Dubi noch eine kleine Schrulle. Er war Stasi-Spitzel und gar kein Schlechter, hätte man aber wissen können. Auch in der Wunschbox hat er die Leute immer übel ausgequetscht. Sie sind Frau? Engelmann. Frau Engelmann. Von Kappel am Rhein. Aus Kappel am Rhein, darf ich hier Engel sein, Frau Engelmann? Ja. Tja, hier lacht Frau Engelmann aus Kappel noch. Aber dann. Sind Sie Roy Black-Fan? Ja. Bingo, sind Sie Roy Black-Fan? Typische Stasi-Frage. Frau Engelmann hat ihre naive Offenheit längst bereut. Genau wie Dubis ehemaliger Stubenkamerad Christian R., dem er gnadenlos die Unterhosen durchsuchte. Trotzdem sagt Christian heute, ich würde ihm wünschen, dass er aus dieser Krise etwas macht für sein persönliches Leben. Auf diese moderaten Worte verwundert Dubinskis Reaktion doch eher. Der Typ soll mal schön die Fresse halten, ja? Was regt der sich eigentlich so auf? Die Vorwürfe gehen mir echt am Arsch vorbei, ja? Ich hab gern gespitzelt. Tja, Ingo, dann. Also, ja. Vorschlag Nummer 2. Das neue Bundeskanzleramt in Berlin. Da war nämlich am Sonntag Tag der offenen Tür. Die No Angels waren da, Udo Lindenberg, der Karim von Big Brother und leider auch die gefürchteten Slowitzki-Brüder, die kurzerhand die ganze Bude leer räumten. Ja, das Bundeskanzleramt hat wirklich alles, was das Hausbesitzerherz höher schlagen lässt. Nicht umsonst landete Schröders neue Bude diesen Monat auf dem Titel von Schöner Wohnen. Kulturstaatsminister Julian Nieder-Rümelin zeigte sich begeistert wie kritisch. Letztendlich gefällt mir die Schalke Arena dann doch noch besser und ich finde, da sie ja noch 100 Millionen billiger war, ist das Geld dann doch noch besser angelegt. Und die Stimmung ist noch besser. Und auch Hessens Ministerpräsident Roland Koch war angetan. Sehr beeindruckend. Vor allem, dass es so schön hell ist, das ist wunderbar. Ja, nicht so finster, ganz schön. Apropos hell. RTL-Gräte Ludi Fraukewitz war auch da und zeigte ihre neuen Super-Duper-Ich-bin-beim-Fernsehen-Sonnenbrille. Von Hausherrn Schröder ließ sich die Ludi durch die Räumlichkeiten führen. Vor einer Bücherwand mit Brockhaus-Lexika fragte Fraukewitz schließlich noch, hier hinter Ihre Bücher, haben Sie alle durchgelesen? Haben Sie die alle gelesen? Den Brockhaus? Super Frage. Echt spitze, Ludi. Achso, was gibt es denn eigentlich noch so über das Bundeskanzleramt zu sagen? Ich bin in Berlin dran vorbeigefahren und ich finde es eigentlich schön, dass in Deutschland so ein Kanzleramt jetzt inzwischen steht, das sehr repräsentativ ist. Ich meine, es gibt das Weiße Haus in Washington und viele repräsentative Gebäude einfach in der ganzen Welt. Und durch Berlin fährt man wirklich und sagt, wow, das ist eine Hauptstadt. Ja, das lassen wir mal so stehen. Kandidat Nummer 3, Rudolf Scharping, Spitzenkraft der deutschen Sozialdemokratie, Lichtgestalt der bundesrepublikanischen Politik, einer der besten Verteidigungsminister, die wir je hatten. Moment mal, hatten? Genau. Denn Scharping hat genug von dem tristen Umgang mit stinkigen Kommissstiefeln. Schon nächste Woche wird er den Dienst quittieren und sich fortan seiner wahren Leidenschaft widmen. Nämlich der Herausgabe von pfiffigen Schnacksel-Anleitungsvideos wie diesem Leckerli. Sexkicks für Erwachsene. Nicht nur bei frisch verliebten Paaren, sondern auch in einer bereits seit langem glücklich bestehenden Beziehung kann es vorkommen, dass die Partner von ihrer erotischen Leidenschaft überrascht werden. Ihre sinnliche Aktion war nicht vorsätzlich geplant, sondern überkommt die beiden erst in jenem Augenblick, als sie die liebevollen Spiele des anderen Paares zufällig miterleben. Da sie neugierig und offen sind für neuartige erotische Reize, lassen sie diese überraschende visuelle Stimulation einfach auf sich wirken. Schließlich gibt es nichts Schöneres, als wenn ein glückliches Paar seine Liebe und Zärtlichkeit frei auslebt und sich gegenseitig zeigt, wie stark diese Verbindung ist. Sich gegenseitig spontan fühlen, riechen und schmecken zu wollen, den Körper des anderen spüren zu wollen, dieses Bedürfnis kann plötzlich so stark sein, dass die Leidenschaft einfach herausbricht. Versuchen Sie dann nicht, dieses Gefühl zu unterdrücken, sondern genießen Sie es gemeinsam mit Ihrem Partner. Denn spontan ausgelebte Gefühle sind ein wichtiger Baustein im komplexen Gefüge einer glücklichen Beziehung.
Kandidat Nummer 4, die Biene Maya. In diesen Tagen feiert das naseweiße Wabenluder ihr 25-jähriges... Auch wir von der Harald Schmidt Show sagen herzlichen Glückwunsch. Und nun sind Sie dran. Drücken Sie jetzt auf den Knopf an der Unterseite Ihres Fernsehsessels. Dankeschön, Sie haben gewählt. Unser Liebling im September ist Rudolf Scharping. Die liebevolle Badelatsche im 7. Frühling. Der KFOR Casanova mit der Lizenz zum Turteln. Rudi! Gast heute Abend dreht zurzeit die neue ARD-Vorabendserie Sternempfänger und ist Moderatorin bei MTV. Herzlich willkommen, Nora Tschirner. Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Aber warum? Eine Rose? Da freue ich mich doch. Vom Kölner Flughafen quasi. Ist die? Ja. Gekauft von einem Händler, der damit rumgeht oder im Blumengeschäft? Im Blumengeschäft für 6 Mark. Erinnere mich an Amelie. Für 6 Mark? Ja. Das sind aber Preise. Weiße Lilien waren aus, deswegen habe ich... Ja. Aber das ist auch mehr für den Deckel dann, wenn es soweit ist, oder? Na, weil du hast gesagt, es ist ein trauriger Anlass und ich wollte mich schon ein bisschen anfassen, aber jetzt... Ein trauriger Anlass? Du hast von deinem Bühnenjubiläum als traurigen Anlass gesprochen, ja. Nein, ich meine, das so zu feiern, das macht, ja, dann pack dich schnell weg. Ja. Warst du schon in Amelie? Nee. Willst du reingehen? Ja. Schaust du dir gerne solche Filme an? Ja, das ist jetzt natürlich nach dem Vortrag jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, aber wieso ja. Wieso denn? Wir sind eine Demokratie. Ich bekenne, ja. Ja, ich bin der Einzige, der mit diesen Schwierigkeiten... Das sind meine Schwierigkeiten. Mein Bruder fand den auch scheiße. Wie alt ist dein Bruder? 24. Beim Bund? War beim Bund, ja. Und was hat ihm nicht gefallen? Er fand ihn langweilig. Nein, es ist ein großartiger Film. Also macht mir wahnsinnig Probleme, dass ich jetzt nicht weiß, warum. Warum? Wo ist bei mir diese unfassbare Aggression? Das ist so unglaublich. Also wenn ich so ein schlechter... Am liebsten irgendwie so... einem in die Fresse gehauen, aber... Ich bin natürlich ein Weichei. Ja. Ja, Fresse hauen. Du warst beim Spiel gegen England. Und du warst in München im Stadion? Ja. Wo saßt du, Haupttribüne? Ich saß in der 10. Reihe neben diesem Ding, wo die da so reinlaufen. Also diesem Dings da. Früher hieß das Marathon-Tor, aber das gibt's ja heute nicht mehr. Nee, aber auf jeden Fall da, wo auch dann alle hinterher standen und Buh gerufen haben und so. Wie fandst du das Spiel? Toll, es war großartig, wirklich. Ich fand es sehr faszinierend, dass man wirklich emotional da sehr aufgewühlt ist, weil es war mein erstes Spiel und ich bin schon Deutschland-Fan gewesen, so. Es war jetzt auch nicht, oh mein Gott, sie müssen gewinnen, aber ich war hinterher schon in Schlägerstimmung auch. Wow. Das heißt, wie, du wolltest einem von diesen rot gebrannten Engländern in die Fresse polieren? Nein, das wäre eine sinnlose Aggression, über die wir Gott sei Dank weiter draußen sind. Und ich sage es nochmal, die Engländer haben verdient gewonnen. Und ihre Fans haben sich vorbildlich benommen. Es war wie immer ein Teil von Hooligans, die nicht belehrbar sind und sich daneben benommen haben. Ich habe das gar nicht verfolgt. Dann gab es noch Ausschreitungen. Ja, ich habe das mit Schrecken dann gehört. Aber es hielt sich Gott sei Dank im Rahmen. Und ich rede schon wie Waldi Hartmann. Und wie kommst du zum Fußball? Interessierst du dich für Fußball? Nein. Warum warst du dann im Stadion? Nein, ich interessiere mich schon für Fußball. Ja, ich bin Borussia Dortmund-Fan. Sehr sympathisch. Unsere Spitzenmannschaft, Leistungsträger natürlich. Aber schon seit letztem Jahr, deswegen wäre es sonst ein bisschen einfach. Schwärmst du für jemanden speziell? Nein, ich schwärme für niemanden. Aber ich bin befreundet mit einem gewissen Spieler bei Borussia Dortmund. Und deswegen verfolge ich es natürlich besonders intensiv. Jens Lehmann? Nein. Rosicki? Auch nicht. Kohler? Nein. Amoroso? Leider nein. Lars Ricken? Ja. Befreundet im Sinn von befreundet? Befreundet im Sinne von befreundet. Befreundet, also amilesk. Zettelchen schreiben, ja. Blicke tauschen. Und einfach Freunde. Quasi, ja, einfach Freude. Ja. Freunde. Wo habt ihr euch kennengelernt? auf einer Lesung, absurderweise. Du saßt unten und er hat gelesen, oder wie war er das? Er hat auch gelesen, ja. Ja, er hat gelesen und ich saß unten und... Und hast geschwärmt für ihn und gesagt, hey... Ich kannte den überhaupt gar nicht. Ja? Ich habe eine Flasche Wein gewonnen bei dieser Lesung und dann haben wir uns hinterher irgendwie getroffen und sind ins Gespräch gekommen, weil ich mir ein Autogramm geholt habe von ihm für einen Freund von mir, der Dortmund-Fan war. Und ich war zu dieser Zeit noch kein Dortmund-Fan. Ich war mit 13 mal irgendwann Dortmund-Fan und jetzt dann dadurch wieder. Was sind das eigentlich für Lesungen, wo man eine Flasche Wein gewinnen kann?
Benjamin von Stuckrad-Barre. Benjamin von Stuckrad-Barre, unser lieber Freund und Autor. Da kann man Wein gewinnen bei seinen Lesungen? Konnte man, ja, weil die haben einen Beatles-Quiz veranstaltet und ich war sehr gut. Ich war sehr firm, ja. Verstehe. Bist du in erster Linie eine Schauspielerin? Ja. Das ist dein Beruf? Ja, ich glaube schon. Also ich habe jetzt nicht irgend so einen Zettel, wo es draufsteht, aber ich würde es jetzt so ausdrücken. Warst du auch auf einer Schauspielschule, so wie ich? Nee, war ich nicht. War ich Naturtalent. Nicht. Ich hatte aber auch nicht so eine schöne Brille. Ja, die kommt noch. Aber wir laden dich trotzdem ein. Ja, du bestichst durch Charme und natürlich durch sehr attraktives Äußeres. Hast du auch eine Brille? Nee. Nicht mal so eine Innenbrille, wie jetzt viele haben, so diese Hallo, ich bin Kultur, Schwarzbrille. Ja, hatte ich diesen Trend, hatte ich irgendwann auch mal mitbekommen und wollte auch, ich hatte auch mal ganz tolle Kopfschmerzen, mit zum Augenarzt gegangen und sie wollte mir eine verschreiben, aber ich hatte einfach zu gute Augen. Aber viele tragen die ja so wie Ludi Frauke. Fensterglas. Ja, ja, einfach um cool zu wirken. Ja, nee, da sehe ich sehr zickig aus mit. Heute könnte was haben. Du spielst aber kein Theater, oder? Ich habe immer in der Schule Theater gespielt, so ganz viel. So wie Herr Andrak. Ja, wo ist denn der überhaupt? Der ist immer nicht da, ne, wenn die Gäste da sind. Nee, der isst jetzt hinten die Gästebuffets leer. was hast du da gespielt? Da habe ich verschiedene Sachen gespielt. Zum Beispiel die Holzpuppe Olympia. In Hoffmanns Erzählungen, oder wo richtig. Ist das? Ja, die sieht so. Und immer aufgezogen wird. Ja, richtig. Ja. Kam man dadurch von der ARD auf dich zu? Ja, du bist so hölzern, komm noch zu uns. Nein, die haben einfach, ich war in der Schauspielagentur. Aha. Und da haben sie irgendwie dann dort so mitgekriegt, zum Beispiel beim Casting, wie das so läuft. Und ja? Dann, ja. Und das ist deine erste Fernsehserie? Ja. Eine große Rolle? Die Hauptrolle. Also vier Hauptrollen, ich eine davon. Toll. Was ist das für eine Frau, die du da spielst? Ich spiele eine Bootsbauerin. Bootsbauerin? Ja, im zweiten Gesellenjahr. Aha. Keine Eltern mehr, Eltern schon tot, wohnt bei der Familie von ihrem besten Freund und verliebt sich dann in ihn. Also Konflikte. Kennen wir den, der den Freund spielt? Weiß ich nicht, ob du den kennst. Wer ist das? Jochen Schropp. Leider nicht. Junge Künstler? Ja. Wird sicher auch bald bei uns, oder? Aber hallo, ich glaube, hallo Jochen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hinwinken muss, aber ich soll sowieso alle. Wir fangen das immer auf. Das ist wie im Fußball. Egal, wo der Ball ist, man sieht es. Hallo, liebes Team in Überlingen und hallo sonst alle Überlinger. Ihr dreht in Überlingen am Bodensee. Das ist ein Traumdrehort. Ich finde es toll, ja. Ja, wunderbar. Schöne Landschaft. Und MTV, geht es auch vom Bodensee per Schaltung oder musst du dann nach Berlin? ich muss dann immer nach München. Aha. Mit dem Zug. 3,5 Stunden. Da lernt man Deutschland kennen. Ja. Sag noch, wann deine Sendungen laufen bei MTV. Das ist nicht so einfach zu sagen, weil ich bin immer ab und zu mal da, wenn ich Zeit habe. Und das variiert quasi. Also da gibt es keinen festen Sendeplatz. Aha. Ja. Das heißt, man soll mal bei MTV reinzappen und wenn man Glück hat, sieht man dich. Wenn man großes Glück hat, dann sieht man mich, ja. Ist das nicht so häufig, dass du das machst, oder wie? Doch, es ist schon häufig, aber das Glück wäre dann eben sehr groß. Das ist ja ein Schluss wie bei Amelie. Es ist schon häufig, aber das Glück wäre sehr groß. Nora, das war sehr gut. Komm uns mal wieder besuchen. Und wir drücken dir die Daumen, dass es vor allem mit der Schauspielerei natürlich weitergeht, weil das ist ja doch in dieser wackeligen Branche das solidere Standbein verglichen mit MTV. Ja? Geht es jetzt zurück nach Überlingen am Bodensee? Nach Bodensee, ja. Jetzt geht es zurück nach Bodensee. Tschüss, meine Liebe. Alles Gute. Nora Tschirner, meine Damen und Herren. Demnächst in ARD. Morgen dann kein Blocking. Und... Oh! Oh, 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 oh. Unser großartiger Freund Kyle Böcking. Und schau mal, was andere Schauspielerinnen für Rollen spielen. Anne-Sophie Briest in der neuen Sat.1-Serie, Originaltitel Natalie nach dem Babystrich. Morgen Abend bei uns. Achten Sie jetzt auf unseren totschicken Nachspann neu. Im neuen nach dem Babystrich-Logo bei Sat.1. Bunter denn je. Bis morgen Abend. Dankeschön, gute Nacht.